So, ab zum zweitgrößten Affenkopf. Und jetzt benutzen wir mal den Affenkopfschlüssel. Sieht wie ein großes Wattestäbchen aus. Das haben wir schon gelernt. Den benutzen wir im gigantischen Affenohr. Hä? Moment. Oh, Scheiße. Und jetzt hier. Ja. Und da ist der riesige Affenkopf auch schon offen. Gucken wir gleich mal rein. Es sieht hier gruselig aus. Hol mal die Kerzen raus. Wenn die Musik nicht hakeln würde, dann könnte man auch ein bisschen drüber singen. Naja. Gehen wir erstmal wieder raus. Weil wir brauchen noch etwas dafür. Irgendwas rödelt da doch wieder. Ach, manchmal muss man Windows hassen. So, benutzen wir hier mal das Ruderboot wieder und dann rudern wir den Affenkopf, haben wir ja aufgeschlossen mit dem Wattestäbchen. Und das Wattestäbchen wollte wer ganz gerne zurückhaben? Das erledigen wir natürlich nochmal ganz schnell, ganz ehrenhaft. Das bisschen Rumgerudere, das kann man ja mal verlangen. So, und wieder ab ins Dorf. Bist du gekommen, damit wir dich für dein Geschenk belohnen können? Naja, da wäre schon eine Kleinigkeit. Sag's uns, was darf es sein? Geld, viel Geld. Ich brauche ein Schiff. Ich suche jemanden. Hier? Auf Monkey Island, Trademark? Wir sind die einzigen Menschen, die auf Monkey Island leben. Naja, zumindest die einzigen zivilisierten Menschen. Aber ich suche jemanden, der nicht mehr lebt, aber nicht zivilisiert. Hoppla, dann bin ich auf der falschen Insel. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Davon will ich lieber nichts mehr hören. Warte, vielleicht meint er diese toten Piraten. Ach ja, die Kerle. Ja, stimmt ja. Dann habt ihr den Geisterpiraten LeChuck und seine Leichenbande gesehen? Diese Idioten belästigen uns seit Monaten. Zwischen hin und her mit diesem seltsamen Geisterschiff. Sie heulen und jaulen bis in den frühen Morgen. Wer soll denn da schlafen? Und sie verlocken uns so die ganzen Kreuzfahrtschiffe. Normalerweise würden wir bei Problemen mit Untoten einfach unseren Spezialtrank brauen und das war's dann. Was ist denn in diesem Spezialtrank? Nun, einer der Bestandteile des Tranks ist eine sehr seltene Wurzel. So selten, dass es nur eine einzige davon gibt. Wir benutzen jedes Mal nur ein ganz klein wenig. Aber LeChuck hat die Wurzel geklaut. Was? LeChuck hat die Wurzel geklaut? Na, so ein Verbrecher aber auch. Ach ja, und das Stehlen von Bananen ist in Ordnung. Wo versteckt er sie denn? Er ist an einem Ort tief unter der Insel. Irgendwo in einem Labyrinth von Katakomben. Ein Vorhof der Hölle, gefüllt mit den Überresten armer Seelen, die für immer im Stein gefangen sind. Wo die Wände bluten und die Luft dick ist mit dem Gestank des Bösen. Touristen haben stundenlang angestanden, um da mal reinzugucken. Und dann kam LeChuck und alles war vorbei, richtig? Nein, wir haben den Schlüssel verloren. Tja. Er wurde gestohlen. Nun, wir haben ihn dem Schiffbrüchigen geliehen, der sich hier auf der Insel herumschlägt. Ja. Und solange der alte Kerl und Hosen uns sie nicht wiedergibt, behalten wir seinen Bananenpflücker. Dann zieh ich mal los, LeChuck finden und die Wurzel holen, was? Halt, so einfach ist das nicht. LeChuck zu suchen, könnte sehr gefährlich werden. Du findest niemals deinen Weg durch die Katakomben ohne den. Stopp! Agsi ichts nu omwa opfka es di avigatorne. Was? Nichts. Nichts.
Was ist ein Opfkäse, die Avigatorne? Warum redet ihr auf einmal so komisch? Abdi Hiriu Inia Ateka Erdi Atakombenko? Ei, derla Aino. Wir könnten ihm erzählen, was der Kopf macht. Nun, er ist ein Navigationsinstrument. Es ist ein Kopf. Er war mal am Navigator dran. Wir halten ihn durch Magie am Leben, sodass wir immer auf seinen Ortssinn zurückgreifen können. Ohne ihn durch die Katakomben zu kommen, ist unmöglich. Aber wir haben nur einen und den verleihen wir nicht. Ich fürchte, wir können dir leider nichts anbieten. Wo du diese wirklich schöne Idol gegeben hast. Aber du kannst jederzeit den großen Affen besuchen und dein Idol bewundern. Also Lemonhead, was wolltest du gerade über Olivenöl sagen? Und dann kann man mal gucken, ob dann noch Vormittag. Ja, das hört sich echt gut an. Das kann ich mal jetzt. Vor allen Dingen dann auch noch, dass man das so sieht. Ne? Ja, möchte ich mal dazu fügen. Vor allen Dingen Bausparversicherung hat ja auch... Ja, nee, das ist zu viele Zinsen. Ne? Da müssen wir mal gucken. Das muss eine langfristige... Ja, genau. Eine langfristige Investition. Gut, dann lassen wir die mal da quatschen. Eigentlich wollten wir den Affenkopfschlüssel zurückgeben. Können wir das machen? Da freuen die sich bestimmt. Ah, der Schlüssel zum großen Affen. Vielen herzlichen Dank. So, gut, das hat ja super funktioniert. Und ich erinnere mich, man musste denen irgendwas geben. Und das war so unnütz wie eine Tagesordnung. Vielleicht? Nein, das können wir nicht annehmen. Du hast uns schon so viel gegeben, das geht wirklich nicht. Eine Visitenkarte? Das können wir auch nicht annehmen. Du hast uns schon viel zu viel gegeben. Lass mal checken. Der Kompass vielleicht? Ah, einer von diesen neumodischen Magnetkompanden. Das ist zu heftig für uns. Ja, wir bevorzugen nämlich Kopfarbeit bei der Navigation. Das hat auch nicht geklappt. Was haben wir denn hier noch alles? Ein Handzettel, Schatzsuchen leicht gemacht. Ein Prospekt, klarer Kopf beim Navigieren. Hey, Kopf und Navigieren. Nun sieh dir das mal an. Das ist eine Anleitung, wie man einen klaren Kopf bekommt. Wir könnten ihm unseren geben und mit der Anleitung einen neuen, besseren machen. Ja, ich glaube, den könnten wir ihm jetzt ruhig überlassen. Dankeschön. Für einen ausgetrockneten Kopf sieht er ganz gut aus, oder? Na? Wir haben ihn in diese magische Halskette eingewickelt, die ihn unsichtbar für Geister macht. Oh, sieh mal. Ich glaube, er mag dich. Folge seiner Nase, er führt dich durch die Katakomben zu der Chucks Versteck. Dann hole die Wurzel und komm hierher zurück. Und wir brauchen damit unser spezielles Antigeist-Lösungsmittel. Das wirkt dann bei LeChuck wie Salz auf einer Schnecke. Ja, viel Glück. Tschüss, wir gehen mal. Okay, ich hoffe, es fällt nicht allzu sehr auf, dass bei dem grauen Kannibalen ab und zu mal die Stimme sich wechselt, sich ändert, genau wie bei Lemonhead. Aber das macht ja nichts. Alles halb so wild. Wir benutzen wieder das Bötchen. Und paddeln in Richtung Panama. Oder vielleicht auch nur zum Strand, mal gucken. Badetuch wäre jetzt total gut. Einfach ein Badetuch auspacken, sich an den Strand ballern. Schöne Cola schlürfen. Aber stattdessen, statt dass man sich hier mal an den Strand legt, gehen wir zur Lichtung und latschen in einen riesigen Affenkopf in die Hölle. Lalalala. Können wir mit dem Affen eigentlich noch reden? Schau an, Affe. Der muss langsam müde sein. Kann man mit dem reden? Hallo. Bringen Sie mich zu Ihrem Anführer. Br-
bringen Sie mich zu Ihrem An. Ob das vielleicht ein kleiner Hinweis auf Planet der Affen ist, ich weiß es nicht. Hallo? Hast du hier irgendwelche bösen, durchsichtigen Piraten gesehen? Ich glaube, das war ein Ja. Hallo? Bringen Sie mich zu Ihrem Anführer, das kennen wir schon. Gut, kann man das abbrechen? Ja. Dann gehen wir mal nochmal in den riesigen Affenkopf hinein. Es sieht ja dunkel aus. Ich hol ein Lämpchen raus. Woher wusste ich nur, dass es in der Hölle Pilze geben würde? In der Hölle gibt es immer Pilze, Guybrush. Ja, das stimmt natürlich. So, muss man hier den Navigator schon benutzen oder eher nicht? Oder mal gucken. Rede mit Kopf des Navigators. Hallo, Herr Navigator. Hallo. Der ist doch freundlich. Können wir den noch anschauen? Ja, kann man. Wirkt auch sympathisch. Und die Halskette, wie sieht die aus? Sie ist schleimig und ekelhaft. So, spätestens hier brauchen wir jetzt aber das Köpfchen. Och, jetzt fängt ja jeder an zu rödeln. Ich glaub's ja nicht. Moment, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und bin gleich wieder da. Tschüss. So, mal gucken, ob es jetzt wieder besser geht. Ja, das sieht doch schon besser aus. Achso, wir brauchen ja den Kopf des Navigators. Den müssen wir jetzt benutzen. So, mal gucken. Ich glaube, ich soll nach rechts gehen. Ich soll nach rechts gehen. Ich soll nach rechts gehen. Bleib niemals rechts stehen. Die Augen sind zu eklig und eine große Nase. Schauen wir an. Und der Navigator dreht sich nach oben. Und er dreht sich nach links. Nach links. Nach links. Er dreht sich weiter nach links. Aber links, da stinkt's. Er dreht sich nach hinten. Wir gehen durch die Höhlen. Und wir folgen weiter nach links. Weiter nach links. Jetzt nach oben in die Höhle. Und jetzt gehen wir nach rechts. Und wieder nach oben. Und wieder nach oben. Doch zuerst schauen wir uns mal das Gesicht an. Es ist unheimlich hier. Ja. Es ist so unheimlich hier. Ja. Unglaublich unheimlich hier. Ja. Wohin geht es jetzt weiter? Es geht weiter nach links. Sag mir, lieber Navigator. Wir gehen nach oben durch die Höhle. Und dann folgen wir nach rechts. Oh. Tja, da scheinen wir schon zu sein. Bei LeChucks Geisterschiff. Dramatische Musik. Können wir uns das nicht aus der Ferne angucken? Das ist dieses gruselige Geisterschiff, mit dem die Gouverneurin verschleppt wurde. Ich weiß es genau.